ich hier noch einen erledigt? Nee. Ach, wie schön. Geht nicht noch ein Arm? Mir war so, als würde noch ein Arm fehlen. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Ja, okay, der erste Arm passt. Kopf fehlt noch, ne? Die Kopf fehlt noch, die Kopf fehlt noch. Warum komme ich hier nicht hoch? Das ist doch der Wahnsinn. So, da müssen wir noch hin und noch weiter nach oben. Haben wir eigentlich jetzt schon den letzten gefunden? Nö. Den letzten Studenten? Neuer Scanzyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, links gefunden, Ort, Haarblock-Etage. Könntest du etwas genauer sein? Das ist widerlich. Es steckt in etwas Warmem, Klebrigem. Oh nein, rotes Polymer. Ekelhaft. Kann man schon denken, wo es klebt. So eine Kack. Scheiße hier nämlich drinne. Oh. Müssen wir mal in unser Lager gucken? Was soll gucken? Es sein, Major? Weil ich könnte ja mal ein bisschen Heilung gebrauchen. Semi. Klick, klick, klick. Muss einfach mehr Munition, also muss mehr ballern, ne? Ich habe so viel Munition. Ist der Wahnsinn? Geil. Ja gut, das wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen. Den Schaden fängt den verursachten Schaden gegen Schwachstellen. Was wieder? Ersetzt Patronen mit Schrot. Hat er einen Schrotflint oder was? Noch einer. So, 287. Weitere Verbesserung der Anzüge über deine maximale Gesundheit. Und was haben wir hier oben? Durch den Einsatz von medizinischem Material kannst du innerhalb weniger Sekunden Gesundheit regenerieren. Dauert dann also nicht ganz so lange.
reicht dann natürlich. Machen wir es mal mehr gerne. Mehr HP ist immer gut. Das wäre auch nicht schlecht. Na, warten wir mal ein bisschen. Speichere Daten. Gut. Roshans Werk. Bitte sei normal. Elektrokapsel. Kannst du Elektrokapseln verwenden, um Energie zu generieren? Jo, die habe ich jetzt nur schon, habe ich auch schon 5000 Stück davon gefühlt. Gut, dass ich das jetzt erst kann. Dass mir das jetzt erst vorgeschlagen wird. Das denn? Power! Hallo? War Power? Oh, hab ich gerade auch gesammelt. Ein Schloss! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja lustig. Das vertauscht. Natürlich jetzt so. Nee. Mal geil, weil man sich im Stream auch so schön blamieren kann mit dem Scheiß. Naja, der Arm steckt bestimmt da irgendwo drin, oder? Ekelhaft. Was ist das? Riesige Qualle? Mach es dir bequem. Möchtest du etwas über Wale erfahren? Wie bitte? Wale! Wale sind mein Fachgebiet. Ich bin der Zetologe hier. Allerdings gab es bislang noch nicht viel für mich zu tun. Aber ich liebe diese Kreaturen. Sie sind einfach grandios. Und habe ich deine Neugier geweckt? Was redest du da? Du bist tot. Was? Wie meinst du das? Herrje, das also geht hier vor sich. Es war schrecklich. Wie bei einem Schlaganfall. Das heißt, entschuldige, ich muss über mein Ableben nachdenken. Hab ich ihn? Oh, du bist es wieder. Möchtest du noch mehr über Wale erfahren? Fakten Nummer 1. Wie du weißt, sind wir alle aus dem Meer gekommen. Aber nur die Wale waren so klug, auch wieder zurückzugehen. Vor 50 Millionen Jahren waren sie große Säugetiere mit einer gleichen Anzahl Fingergliedern. Und doch zogen sie das Meer vor. Bewundernswert, nicht wahr? Fakt Nummer 2. Die Zunge eines Grauwals wiegt über 4 Tonnen, also etwa gleich viel wie ein erwachsener Elefant. Und es passen bis zu 50 Menschen darauf. Stell dir nur vor. Fakt Nummer 3. Wale nehmen Geräusche nicht so wie du und ich über ihre Ohren wahr, sondern über ihren Unterkiefer. Sie spüren Vibrationen und Unterwasserwellen. Wahnsinn! Fakt Nummer 4. Wale sind neben uns die einzigen Säugetiere, die singen können. Ein Walgesang kann bis zu 40 Minuten dauern und unterschiedliche Motive und sogar Genres aufweisen. Fakt Nummer 5. Wale können bis zu 3,5 Kilometer tief tauchen. Da unten weinen sie Fett statt Tränen, um ihre Augen vor Salz und dem hohen Druck zu schützen. Fantastisch. Fakt Nummer 6. Wale haben eine sehr geringe Sehkraft und keinen Geruchs- oder Geschmackssinn. Sie können Essen nicht schmecken. Aber sicher haben sie einen tadellosen Geschmack bei ästhetischen Dingen. Aber das waren erst einmal genug Walfakten für einen Tag. Ich könnte zwar noch ewig weitermachen, aber du wirkst beschäftigt. Hm.
Okay, danke. Ja, sehr rücksichtsvoll. Wie du willst. Ich bin jedenfalls noch hier, bis hier geschlossen wird. Ich bekomme von diesem Anblick einfach nicht genug. Noch mehr Wahlfakten, Leute? Oh, du bist es wieder. Möchtest du noch mehr über Wale erfahren? Fakten Nummer 1. Wie du so... Oh nein, genug ist genug. Ja, hat nicht noch mehr, ne? Aber ist interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, Leute. Dank der Brillanz sowjetischer Wissenschaftler wurde das Leben dieses Wals in einen Polymerkörper übertragen. Die mimetische Anpassungsfähigkeit des Polymers ist diesen erstaunlichen Tieren zu verdanken. Heutzutage passen sich Polymere dem Inneren des menschlichen Körpers an, ohne eine Abwehrreaktion auszulösen, und ersetzen sogar beschädigte Organe. Die Forschung ist noch lange nicht abgeschlossen, aber eines ist gewiss. Dieser Polymerwal ist der erste Schritt zur Verlängerung des menschlichen Lebens. Dank des Talents sowjetischer Wissenschaftler. Ein fantastisches Exponat. Darf ich dich etwas fragen, Major? Wenn du nach dem Tod in anderer Form weiterleben könntest, würdest du es tun? Warum nicht? Besser als in einem verfallenden alten Körper zu verwesen. Aber findest du den Gedanken an eine Polymer-Unsterblichkeit im Großen und Ganzen akzeptabel? Irrig. Nicht mit jeder Generation wie Nachwuchsgeburt gibt es keinen Fortschritt. Nein. Wenn nicht mit jeder Generation wieder Nachwuchs hinzukommt, gibt es keinen Fortschritt. Das hatten wir mal in der Schule. Du bist nicht gerade ein Optimist, Major, was? Nicht mehr. Interessante Tatsache. Dieser Wal wurde von Michael Stockhausen erworben, der eine ganze Woche lang einen Walfänger steuerte. Interessiert mich ein Scheiß, Charles. Ist er wahrscheinlich gestorben, als er den Wal fangen wollte? Wahlprojekt. Als Vorreiter der Biopolymerforschung hat dieses Projekt zur Konservierung des Nervensystems eines Wals in einer Biopolymerlösung und der Austausch einiger seiner Organe durch Polymergegenstücke den Weg für die Integration von Polymeren, die sogenannte mimetische Adaption in lebenden Organismen bereitet. Wahrscheinlich wird mir der Wal direkt auf den Sack gehen. Platz des Wals. Um die Funktion des Lebenserhaltungssystems des polymer eingeleiteten Wals zu gewährleisten, berechnen Wissenschaftler präzise den Anteil an synthetischem Blut und dazugeführten blauen Speziallösungen. Das heißt, der lebt noch. Muss ja. Speichere Daten. Stimmt nicht umsonst, dass er hier speichern kann. Ich kann mich wahrscheinlich gleich mit dem Wal schnicken, das wird ja echt extrem galant werden. Anfälligkeiten. Just sind resistent gegen Schusswaffen an. Mega. Setze Nahkampfwaffen gegen sie ein. Habe ich nicht. Scanne deinen Gegner, um mehr über ihre Resistenzen und Anfälligkeiten herauszufinden. Ich habe keine Nahkampfwaffen. Das ist ja auch eine Schusswaffe. Ich werde echt keinen Bock mehr. Wollen wir es mal versuchen? Was ist das für ein Scheiß in den Behältern? Vorsicht, das ist Pliusch oder Efeu. Es ist äußerst gefährlich. Oh ja, den kenne ich. Und der abgerissene Arm ist natürlich mittendrin. Hätte der nicht einfach irgendwo in einer Ecke liegen können? Hatte ich nicht einen Wodka? Oh ja. Ja, weiter. Immer locker bleiben. Angenehm.
Du bist wirklich sehr agil. Mit deinem Tier? Das Polymer-Drecksding mich gehabt. Hoffen wir, dass aus dem nächsten Behälter nicht gleich noch einer gekrochen kommt. Laut meiner Daten ist der zweite Behälter ordnungsgemäß verschlossen. Resistent gegen Schusswaffen. Gut, eine Raketenwaffe ist vielleicht keine Schusswaffe. Aber es war schon ordentlich, ne? Also, 6 Raketen ist schon nicht so ohne. So, aber die gute alte Waffengewalt hat mir wieder gewirkt. Bitte so. Vorgang auswählen. Ich will nur kurz ins Lager gucken. Noch welche? Klar. Raketen. Eine. Da werde ich mir doch mal für den Notfall noch ein paar machen, wa? Boah, wow. Herstellung, Munition. Und das hier noch im Lager liegen. Bringen sie mir ganz besonders viel. Die stapeln mal was. Reichte das jetzt schon? Was wollte ich denn? Du hast einen Telekinese, ne? Ah, mehrere Gegner hochheben. DNA schon infiltriert, Major? Die Regierungskommission wird jeden Moment eintreffen. Ich bin drin und suche eine Möglichkeit, den Militärdrill-Modus zu aktivieren. Hier war die Kacke am Dampfen, das hat alles ziemlich verkompliziert. Sonst noch Fragen? Dann such schneller! Lass Dr. Sechenov nicht wieder hängen! Apropos dampfende Kacke. Hey! Hallo! Wieso arbeitet denn hier keiner? Mal ranziehen. Okay. An sich von dem Stück. Arbeitet denn hier keiner? Ja, ne? Also. Spannend. Und gleich mal einen Nachladen hier. Klick! Gearbeitet haben ja welche, aber. Anders als wir vielleicht gedacht haben. So.